Hey liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Jetzt machen wir weiter mit der Mission. Du hast mich auf den Arm genommen. St. John, bist du da? Hier ist O'Brien. Warte. O'Brien, ich hab genug von deiner Drecksarbeit. Hast du was oder nicht? Jo. Ich meine ja. Ich hab was. Also gut, was denn? Du musst noch eine Sache für mich tun. Hast du mir gerade überhaupt zugehört? Ich bin raus. Noch eine Sache. Dann treffen wir uns und ich zeig's dir. Vergiss es. Ihr zweiter Name. Der ist Irene, richtig? Sarah Irene Whittaker. Steht auf ihrem Aufnahmeformular. Ein letzter Auftrag. Ich schick dir die Koordinaten. O'Brien Ende. Okay, ein letzter Auftrag. Jetzt wird's richtig spannend langsam. Ich bin richtig gespannt, was Sarah jetzt so hier betrifft. Hast du's eilig, Mann? Ja. Weißt du noch, dieser Nero-Arsch, von dem ich dir erzählt habe? O'Brien? Sieht aus, als hätte er Neuigkeiten für mich, aber ich soll noch einen Job für ihn erledigen. Na, okay. Du solltest mitkommen. Ja. Nee, Skizzo hat mich auf dem Hof eingeteilt. Hungrige Mäuler mit Unkrautstopfen. Scheiß auf Skizzo, ich setz dich dann direkt danach ab. Wann hast du das letzte Mal einen Heli gesehen? Nimm mich nicht auf den Arm. Der wird jedes Mal schlechter, hä? Dann wollen wir da jetzt mal hin und diesen letzten Job erledigen. Wo fahren wir hin? Zum Milagwa Lake. Weißt du, wo das ist? Ja, nördlich vom Rogue Tunnel. Von der Waldo Road ab. Was wollen wir denn da? Ein Nero-Hubschrauber landet da und dann machen die... Was zur Hölle die da eben machen? O'Brien will, dass ich mir das mal ansehe. Dieser O'Brien ist, was, dein Boss? Dein Anführer? Nein. Du sagst, du weißt, warum wir hier draußen sind. Ich meine ja nur, wenn er sagt springen, fragst du nur, wie hoch. Nein, so ist das nicht. Und wie läuft's so? Geht so. Also es war schon schlimmer, weißt du. Die Arbeit auf der Farm ist schon okay. Unkraut zupfen und so. Erinnert mich an meine Kindheit. Da war ich oft bei meinem Onkel auf dem Hof in Adrian, an der Grenze zu Idaho. Hab den Sommer über auf dem Feld gearbeitet. Er hatte da so ein kleines Dirtbike stehen. Darauf habe ich fahren gelernt. Wenn du nicht aufpasst, dann nenne ich dich bald Farmer Bill. Wenn wir da sind, bleib dicht bei mir. Was auch immer passiert, lass dich nicht sehen. Sie greifen ziemlich schnell zur Waffe. Okay, kapiert. Verstecken, Mund halten und nicht ins Gefängnis bringen. Hey, danke, dass du mich mitnimmst, Deke. Es ist schön, mal wieder rauszukommen. Sogar auf dem Rücksitz, Mann. Ja. Okay, bleib bei mir. Direkt hinter dir. Der Bereich muss das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja. Ich warte. Da ist es. Scheiße. Unglaublich, noch mal einen Heli zu sehen. Also in der Luft. Okay, pass auf. Zuerst steigen Soldaten aus. Sie sichern die LZ. Dann kommt ihr kleines Genie. Ihr Forscher, Wissenschaftler oder was auch immer. Und sieht sich um. Wozu? So ein Wissenschaftsscheiß, der hier abgeht. Woher soll ich das wissen? Wir sichern. Alles klar. Oh
Okay, warte hier. Alles klar. Das ist etwas. Okay, los geht's. Hey, hast du ein bisschen Lade? Stopp! Oder wir schießen! Nein! Hey, ich will echt keinen Ärger. Mist. Das war jetzt nicht so geplant. Irgendwie tut mich das gerade so ein bisschen unter Druck setzen, dass gerade irgendwie Boozer mit dabei ist. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl dabei, wenn er dabei ist. Der Bereich muss gesichert werden. Ihr müsst das Gebiet abregeln. Habt ihr das kapiert? Ich warte. So, na los. Einen Stein dort hinter. Scheiße, was war das? Jetzt machen wir hier hoch. Gut. Jetzt haben wir schon mal eine gute Position. Shit, wir waren jetzt zu weit weg. Mist, wie machen wir das denn dort besser? Ich weiß es gerade echt nicht, wie wir den am besten dort spionieren. Ich glaube, bei dem Gebäude weiter entlang machen, aber wir sollen bestimmt da hoch. Also das ist, denke ich mal, schon mal ganz gut so gewesen. Da bewegt sich was. Ja. Hat das einer gehört? So. Ja, da hinten können wir dann raus. Oh oh. Nein, 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 nein. Ja, hi. Zivilist! Ich sage das nicht nochmal! Wir könnten doch Freunde sein, oder nicht? Okay, ich darf nicht zu hektisch sein. Ansonsten wird das aus gar nichts. Leise, langsam und vorsichtig angehen. So, Stein haben wir. Jetzt laufen die dort entlang. Gut. Wir gehen hier rein. Der geht da drüber. Scheiße, was war das? Was wir natürlich auch mal probieren könnten, wäre dort durch das Gebüsch so durchzugehen, dort hinten. Was war das? Okay, mehr sag ich nicht. Feldnotiz 2102. Die Analyse von Codeproben aus den Zonen 2, 3 und 4b ergab deutliche Nachweise von Claytonia perfoliata. Wie bitte? Gemeinhin bekannt als Tellerkraut. Bitte nicht reinreden. Ebenso von einhäusigen Beeren von Juniperus communis. Nadeln, im Grunde alles, was ein Reh frisst. Sie sind Allesfresser, so wie wir. Aber mit Wegen, die eine größere Bandbreite an Zellulose verdauen können. Ja, okay. Und? Das bedeutet, dass sie nicht verhungern werden, wenn sie keine Menschen mehr finden. So bald werden die Freaks nicht verschwinden. Scheiße. Nicht gut. Ja,
Okay, geh zurück zum Bike. Wie machen wir jetzt zurück am besten? Ich glaube hier so entlang. Na los, blöder Wachmann, geh weg. So. Hat das noch wer gehört? Ja. Okay, jetzt los. Und hier hinten entlang. Gut. Hat sich was bewegt? Schnell. Weg hier. Hast du das mitgekriegt über Funk? Was für eine Scheiße. Unsere Steuergelder und die sammeln hier Freaker-Scheiße. Ja, wie gesagt, wer weiß, was sie da machen oder warum. Hey, die haben hier doch bestimmt eine Basis, was? Hast du sie mal verfolgt? Ja, aber sie verschwinden dann über die Berge Richtung Süden. Der Highway endet dort. Ich komme nicht näher ran. Diese Wichser. Die haben mit Sicherheit Dreck am Stecken. Ja. Yeah. Und wohin geht's jetzt? Gute Frage. O'Brien, hörst du mich? Kommen, O'Brien. Ich höre. Fertig? Ja, erledigt. Wo treffen wir uns? Ich hab dich nicht so früh erwartet. Ich schicke dir jetzt die Koordinaten, aber es könnte ein paar Minuten dauern. O'Brien, Ende. Scheiße, was glaubt ihr denn, was ich hier draußen gemacht habe? Hey, mit einer Sache hast du recht. Er klingt wie ein Arschloch. So, ich muss mal etwas nachsehen. Wie viel Prozent sind das denn hier mit dieser Sarah und so das ganze Zeug? Okay, das ist das 69, das eine, das andere 38 und so, okay. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist die Questreihe jetzt zu Ende, deswegen. So, jetzt wollen wir den treffen. So, Brian. Warte hier, ich will nicht, dass er nervt, nur weil ich jemanden mitgebracht habe. Ja, ich passe auf das Bike auf. Ich habe für heute genug Nero-Arschlöcher gesehen. Okay, bis später. O'Brien sagt, er hat Neuigkeiten. Er kannte ihren zweiten Namen, Irene. Sie kann nicht mehr am Leben sein. Aber er ist am Leben. Warum nicht sie? Ach. So, dort vorne ist der Haley. Aber ist das denn so sicher? Weil da war doch bestimmt geflogen von den Nero-Leuten. Okay, da steht er. Der O'Brien. Da ist er. So. Jo. Scheiße. Du musst damit aufhören. Was hast du? Okay, hör zu. Ich erzähle es dir, aber es ist nichts Gutes. Ich habe einen Kerl gefunden, der bereit war, sich durch die Akten zu wühlen. Die wir sie anlegten, als es noch Akten gab. Okay, O'Brien. Also, Sarah Whittaker, deine Frau, wurde ins Feldlazarett bei den Salt Flats eingeliefert, direkt beim Silver Lake. Den Akten zufolge wurde sie damals 6 Stunden operiert und wurde okay, dann... Okay, sie hat also überlebt. Die Stichwunde hat sie überlebt. Ja, ja. Und hat sich den Akten zufolge vollständig erholt. Dann kam sie in ein anderes Camp am Stadtrand von Chamorro. Okay, also dann könnte sie noch leben. Sogar nach all dieser Zeit könnte sie noch leben, richtig? Nein. Was heißt das, nein? Es wurde überrannt. Alles wurde überrannt. Es gab keine Überlebenden. Du hast überlebt. Die haben überlebt. Moment, Moment. Nichts und niemand konnte das Camp retten, okay? Highway 97 ist wie ein Magnet. Infizierte Freaks. Fielen hier einer aus L.A., aus der Bay Area, Sacramento. Tausende und okay. Abertausende. Alles klar. Wir konnten absolut nichts tun. Verstehe, du bist abgehauen. Wer war bei dir? Nero-Personal. Agenten. Leute Wer mit Freigabe. Nicht? Nero-Personal? Soldaten? Bewaffnete? Die hätten doch die Zivilisten beschützen sollen. Niemand was ausrichten. Oh nein, sie sind zu stark, ich kenne mich mit Horden aus, O'Brien. Weißt du doch, dass wir nichts tun konnten. Doch, ihr hättet was tun können. Ihr hättet ein paar mitbringen können. Ein paar Leben retten können. Wir hatten weder Hoffnung noch Zeit noch Platz, okay? Die Leute liegen sich schon an den Hals, verstehe, als die Horden kamen. Ich verstehe.
tut mir leid mit deiner Frau. Das alles tut mir echt leid. Aber du musst verstehen, wärt ihr nicht zu mir gekommen damals, hätte sie den nächsten Tag nicht erlebt. Es war richtig so. Wärst du damals bei ihr geblieben, wäre der einzige Unterschied, dass du tot neben ihr liegen würdest. Glaubst du, das weiß ich nicht. O'Brien. Danke, dass du sie damals gerettet hast. Also, es tut dir leid. Ist das alles, O'Brien? Es tut dir leid? Tja, mir tut es auch leid. Oh, was zum Teufel? Boozer? Boozer? Oh, verdammt, Boozman. Wo zum Teufel bist du hin? Oh, Scheiße. Na gut, Boozman, wo zum Teufel bist du hin? Spuren, das müssen seine sein. Das ist es. Was zum Teufel ist das? Was ist mit Boozer? Ich kann das nicht glauben, dass sie tot ist. Ich weiß nicht. Glaub einfach nicht daran. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Hier lang. Deke, hörst du mich? Hier ist Ricky. Deacon St. John. Ja, ich höre dich. Was gibt's? Schizo fragt ständig nach dir. Boozer soll nicht zum Arbeitsdienst erschienen sein. Ich mach mir Sorgen. Nein, hör zu, uns geht's gut. Wir mussten noch was erledigen. Sag Schizo, wir sind in einer Stunde zurück. Okay. Hey, ich könnte bald noch mal versuchen, den Wandler zu reparieren. Bist du dabei? Ja. Sag mir Bescheid, wenn's losgeht. Ich spür schon das warme Wasser. Ich werde stundenlang nur noch duschen. Ja, okay. Das klingt gut. Hör zu, Ricky, ich muss los. Deacon Ende. Dick, hier drüben! Oh Mann, Boozer, was zum Teufel? Ich dachte, ich kaufe ein bisschen ein, wenn wir hier sind. Und ich stehe auf eine Gruppe Ripper auf Hundejagd. Ruhig, Junge. Er ist nicht infiziert. Er ist doch nur ein Hund. Sie jagen und töten gesunde Hunde. Shh, alles gut. Braver Junge. Schon okay. Nein, wir können ihn doch nicht hier lassen, Dick. Wir können nicht, das geht nicht. Hier, ich mach's. Ich will's tun. Wirklich? Du. Okay. Du kannst. Okay, Junge. Ruhig. Ganz ruhig. Alles gut. Okay. Oh Mann, Dick. Alles gut. Gut so. Alles gut, Großer. Ruhig. Bereit? Oh ja, Bruder. Ich bin bereit. Ja. Lauf nur weiter. Er muss ihn abschreien. Ja! Der arme Hund. Der tut mir voll leid. Sie sind auf dem Weg. Diese blöden Schweine hier. Scharfschütze. Los, weiter.
bleib bei mir! Nein, Boozer ist gestorben. Okay, wir müssen besser auf ihn aufpassen. Ach, der arme Hund. Oder eher gesagt, die Hunde. Bereit? Oh ja, Bruder. Ich bin bereit. Ja? Sie sind unser! Verdammte Scheiße! So. Gut. Jetzt schnell weg mit den weiteren hier. Nein, das Boozer. Nein. Oh. Bist du okay? Ja, war der letzte von ihnen. Ah, oh, du klingst etwas enttäuscht. Naja, ich hasse diese Dreckskerle, weißt du? Ja. Okay, komm schon. Lass uns von hier verschwinden, Mann. Also, was zur Hölle ist da gerade passiert? Es sah so aus, als, keine Ahnung, wärst du durchgeknallt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte, dass sie endlich bezahlen, aber... Aber ich fürchte, es wird nie genug sein. Verstehst du? Hättest du mir das Ding nicht gemacht? Ich meine, meinen Arm. Was würde ich dann tun? Ich meine, ich würde... Verdammt. Du weißt schon. Wirst du klarkommen? Ja, hab ja auch keine Wahl. Die hat keiner von uns, oder? Ja, okay, komm. Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir, Sarah lebt noch. Hey, wie lief's denn? Lief was? Na, du weißt schon, der Kerl im Anzug, was hat er gesagt? Ach, unwichtig. Hey, jetzt sag schon, verdammt. Boozer, das solltest du jetzt lieber nicht tun. Ach ja? Glaubst du, ich schaff's nicht, dir in deinen Arsch zu treten? Komm schon, was hat er gesagt? Hör auf. Ernsthaft, was ist mit Sarah? Hä? Wo steckt deine Lady? Wo steckt deine Lady? Hä? Bleib unten, Bruder! Hast du genug? Wo steckt deine Lady, Deke? Sie ist tot, Boozer. Sarah ist tot. Ja, und das schon ziemlich lange. Meinst du denn nicht, dass du schon lang genug getrauert hast? Oh Gott. Ich meine, du hast einen krassen linken Arschloch. Ja, mehr habe ich nicht drauf. Komm schon mal. Fuck! Scheiße! Ich muss langsam wieder an die Arbeit. Das Camp ernährt sich nicht allein. Ja, mehr habe ich nicht drauf. Und trotzdem habe ich dich dreimal erwischt. In Serie. Wo fahren wir hin? Zurück ins Camp. Nein, ich habe noch eine Schicht. Fahr mich da hoch. Es ist nördlich von Shermans Camp. Okay. Also, sie starb in dieser Nacht. Weder du noch irgendwer sonst hätte das ändern können. Ich hätte dort sein sollen. Was hätte das gebracht? Lass gut sein, ist Geschichte. Ich finde, Deacon sollte einfach Boozer auch sagen, vielleicht, dass sie noch überlebt hatte und so. Nach der Verletzung und so. Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir einfach, dass sie noch nicht tot ist. Es
Skizzo, hörst du mich? Lost Lake Camp, Skizzo! Ja, ja, was gibt's? Da waren gerade... Hey, wo steckt dein Kumpel? Er war heute nicht arbeiten. Was soll das, Mann? Hör mir einfach zu! Ich hab ihn zur Arbeit gebracht und wir wurden angegriffen von Ripper. Ach, verdammt. Wo? Draußen vorm Rogue Camp ist Carlos im Anmarsch und er meint es verdammt ernst. Du musst Iron Mike warnen. Aber das sage ich ihm doch immer wieder. Seit Monaten. Ja, ich sag ihm Bescheid. Wir sind jetzt gleich bei Tamelo. Usas ist in ein paar Minuten vor Ort. Sehr gut. Er schuldet dem Camp nämlich noch eine halbe Schicht für die versäumte Arbeit. Halt's Maul, Skizzo! Hey, Deek. Rogue Camp liegt in der anderen Richtung von Tamelo, oder nicht? Die Route war schöner. Ende! Arschloch. Oh, Gott verdammt, das Skizzo. Kommt schon, Leute. Los, weitermachen. Macht weiter. Wer nicht arbeitet, isst auch nicht. Ich mach ja schon. So sieht's aus. Hey. Wir müssen das Zeug reinbringen. Ohne Ernte. Danke fürs Mitnehmen. Verhungern wir. Na also. Kein Anfang und kein Ende. Neue Mission, okay. Was ist das für eine? Ich erinnere mich. Fahrer zur Kirche in Marion Forks. Okay, Leute. St. John und Lost Lake Camp, kommen. Dick, ich höre dich. Mike, gut, hör zu. Husa und ich, wir hatten gerade einen kleinen Streit mit ein paar Rippern. Ripper? Verdammt! Seid ihr über den Iron Ridge? Dick, ich sagte doch! Hör mir zu, Mike, sie waren hier. Im Rogue Camp. Rogue Camp? Da waren Ripper im Rogue Camp. Bist du dir da sicher? Ob ich mir sicher bin? Verdammt, Mike! Ja! Man kann sie nicht so einfach verwechseln bei den Narben, dem Getue und ihrer blinden Mordlust. Na schön, komm wieder runter. Wir werden uns mit Carlos treffen. Deshalb fährt Skizzo morgen nach Iron Butte rüber. Er wird rausfinden, was da los ist, und dann werden wir... Du schickst Skizzo zu einem Treffen mit Carlos? Scheiße, Mike! Das Camp leite immer noch ich, Deek! Wie gesagt, ich halte mich an Verträge. Lost Lake Ende. Ganz wie du meinst, Mike. Ganz wie du meinst. Skizzo hat recht, wir werden noch alle draufgehen. Okay. Deek, wo steckst du, Bruder? Mist, das wird immer schlimmer hier auch mit den Rippern. Hey, Usa, ich will rüber nach Marion Forks. Marion Forks? Warum das denn? Weil ich jetzt weiß, dass... Oh Mann, wie du schon sagtest, ich hab lang genug getrauert. Ich muss mich verabschieden. Willst du rüber zur Kirche? Ich weiß nicht, ja, vielleicht. Ach, scheiße, Deek. Zum letzten Mal, Busa. Ich schwör's. Dicken Ende. Okay, ich würde dann auch sagen, Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge von Days Gone. Und an der Stelle hier war's das erstmal mit dem Video. Haut rein und tschüssi.